Ist auch eingeschlafen. Ja. Hallo zusammen. Hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit eurer täglichen Prise Angeberwissen. Bei mir ist der Sascha Ehlert und ich bin der Marc Hagenbeck. Ja, wir haben heute den 6. April. Den 6. April? Oh, und ja. Am 6. April hat Geburtstag, ja? Kurt Georg Kiesinger. Kennst du Kurt Georg Kiesinger? Natürlich, der ehemalige CDU-Politiker. Wir haben sogar auch, glaube ich, ein Bild von ihm. Ja, genau. Ja. Der ehemalige CDU-Politiker und dritte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Nicht zu verwechseln mit Kissinger. Richtig, ganz genau. Das war der amerikanische Außenminister. Was ist nur der Unterschied zwischen Kiesinger und Kissinger? Kiesinger hat leider eine, etwas zweifelhafte Vergangenheit. Er war in der NSDAP und wurde deshalb auch während seiner Amtszeit öfters heftig kritisiert. Und am 6. April wurde auch 1990 die Sommerzeit eingeführt. Ja. Kennst du diese Diskussion, dass man irgendwie dann irgendwie den Rhythmus des Tages irgendwie über Wochen dann nicht mehr so richtig hat und so ein Kram? Was heißt die Diskussion? Und Schlaflosigkeit und so ein Kram? Ich merke das an meinen Kindern. Das von meinen Kindern. Ja, nein, Erwachsene sagen sowas ja. Ja, bei Erwachsenen auch, natürlich. Wie, natürlich? Ja, es ist schon ätzend, wenn du eine Stunde weniger schlafen kannst. Also mal angenommen, du gehst jeden Tag um 22 Uhr ins Bett. So spät? Ja, angenommen. Du musst jeden Morgen um 6 Uhr raus und jeden Abend gehst du um 22 Uhr ins Bett. Hörst du mir mal zu? Ich bin Künstler, so. Ich stehe nicht um 6 Uhr auf. Also, okay, nochmal. Also angenommen, du gehst jeden Tag um 1 Uhr früh ins Bett. Ja. Ja. Und du stehst um 9 Uhr auf. Ja, das ist realistisch. So. Ja, genau. So. Und es kommt mal vor, dass du um 2 Uhr ins Bett gehst und stehst dann trotzdem 9 Uhr auf. Und dann? Weil was passiert dann? Meinst du, ist dann über Wochen lang dein Rhythmus irgendwie gestört oder was? Was ist Schwachsinn? Pass mal auf. Du musst eins wissen. Wir Deutsche, wir sind das Volk der Nörgler. Wir nörgeln gerne. Eben, das ist es ja. Also bitte. Und weil du Deutscher bist, oder was? Weil du Deutscher bist, muss ich auf dich Rücksicht nehmen, oder wie? Natürlich, bitte. Weißt du denn eigentlich auch, was dieser ganze Scheiß hier kostet, mit dieser ganzen Uhrumstellerei und so weiter? Ein Arsch voll Geld. Ja, ein Arsch voll Geld. Ein Arsch voll Geld. Muss man auch mal drüber nachdenken. Ja, ja, was gab es noch eigentlich? Am 6. April? Am 6. April, ja. 1911 lag Spanien, und zwar auch die Hauptstadt Madrid, was? Ganz in Weiß im Schnee. Ach man was? Sieht's hier natürlich im April? Nicht. Im April, ja. Das ist Madrid, aber... In weiten Teilen Europas und auch in Südeuropa lag eine dichte, dicke Schneedecke. Überall Schnee? Mal vor. Ja, da war hier alles weiß. Hier alles hier Titwi, Tappi, Topi, weiß. Ja. Ja, das war ja mal was Besonderes im April. Das war mal was Besonderes, ja. Das ist ja in Deutschland auch recht selten, ne? Ja gut, kommt drauf an, wo... Auf der Zugspitze ist öfter mal Schnee. Ja, bei uns auch. Wie bei euch? Ja, bei uns im Westerwald. Auch im Westerwald, oh je. Das ist ja sowieso so ganz heikel da im Westerwald. Ja. Da ist ja innerfamiliär so einiges los. Das ist halt immer so, wenn der Familienstammbaum einen Kreis bildet. Ja, genau. Das ist in Westerwald ist das ja so, ne? Ja. Da ist Schnee das ganze Problem. Das ist wohl wahr. Ja. Das haben wir gelernt am 6. April, was alles im Westerwald los ist und was in Madrid los war. Das war 1911 war Madrid komplett weiß und in der Bundesrepublik wurde die Sommerzeit eingeführt und Geburtstag hatte Kiesinger. Das haben wir gelernt, 6. April. So, morgen ist 7. April, dann schalten Sie wieder ein und wir sehen uns da. Cheerio, Tschüssikowski. Sophie.